Hallo und willkommen zurück zu Among Trees. Und ich muss erstmal was essen. So. Dann, die Mission ist immer noch, Holzbretter zu finden und Schrauben. Hier liegt wieder ein Seil rum. Ich lasse immer die Seile anscheinend liegen. Leider habe ich keine Planken liegen lassen. Das sind doch auch Planken, oder nicht? Also ein bisschen grob Richtung Fluss gleich auch noch laufen. Ja, erstmal das Essen einsammeln, das ist eine gute Idee. Ein bisschen Vorrat. Ich hoffe, ich verbrenne halt nicht so viel, wenn ich renne, weil ich muss mich beeilen, damit es nicht wieder Nacht wird und ich erfriere. Das ist gut. Im Hintergrund hämmert ein Specht gegen einen Baum. Eigentlich auch ganz schöne Geräuschkulisse. Die lasse ich immer stecken. Das Stecken. Was ist das denn? Das ist neu. Doc Bane. Doc Bane. Keine Ahnung. Ich nehme alles mit. Gucken gleich in die Beschreibung, hier ist noch mehr davon. Can be used to craft rope oder und andere Items. Okay, Stack Limit 7, dann würde ich das mal rausschmeißen, das Essen. Okay, dann nehmen wir das mal mit, weil da können wir später Seile draus machen. Ich müsste sich die Stelle markieren können, wo die Werks nehmen. Aber ich habe jetzt nochmal überlegt, ich habe ja letzte Folge gemeint, was sinnvoller ist, Kochstation oder Craftingstation. Ich denke Craftingstation, weil wir brauchen ja sehr höchstwahrscheinlich die Axt. Und um dann halt wieder Planken herzustellen, um die Kochstation zu bauen. Andersrum funktioniert sie nicht so gut. Weil wenn ich alle Planken eingesammelt habe, die Kochstation baue, dann kann ich zwar essen, aber ich kann keine Craftingstation bauen. Ein Blueprint Lockpick. Genau, das hatten wir in der ersten Folge. Also als ich erst erstmal gestorben bin, hatten wir das gefunden und dann bin ich gestorben und dann hatten wir es ja wieder nicht. Richtig, also hier wieder alles einsammeln. Wunderbar. Dann reicht es ja eigentlich vielleicht da einmal Bolt. Ich brauche noch zwei Seeds.
Das sind, dann haben wir insgesamt drei, wir bauen insgesamt vier. Wobei ich weiß nicht, wie viel für die Crafting-Station brauchen. Ich habe mir das jetzt für die Kochstation gemerkt. Es könnte also vielleicht reichen. Das sehen wir gleich. Okay. So, ja, das war die Ecke. Und dann am Fluss noch das. Ich meine, das Driftwood kann ich ja trotzdem schon mal ein bisschen mitnehmen, wenn wir noch Platz haben. Wieder so laut hier. Dass da jetzt nichts rumliegt an Holz, wundert mich ein bisschen. Okay. Wahrscheinlich weiter unten. Hallo Hase! Weg war. Ich habe die bisher noch nicht aus der Nähe gesehen. Die sind immer so schnell weg. Da unten gab es welches. Erstmal essen. Fallschaden ist wahrscheinlich etwas, das es gibt in diesem Spiel. Das probiere ich jetzt nicht aus. Ich bin schon oft genug gestorben. Wir müssen außen rumrennen. Hier ging es doch runter. Bitte sagst du, dass es irgendwo runterging. Da vorne. Ich möchte gerne was craften jetzt. Stimmt, warte, wir gehen erstmal. Das ist voll die fette Felswand. Da guck, ob das eine Höhle ist. Ich will es jetzt wissen. Vielleicht kommt jetzt der Bär da raus. Ich glaube, es ist eine Höhle. Jetzt ist da alles drin, was wir brauchen oder so. Und ich hätte direkt da reingehen können. Bei der ersten Folge schon. Hallo, jemand zu Hause? Ist hier ein Bär drin? Oder ein Wolfsrudel? Was ist das denn? Das sieht so aus, als könnte man hier später mit einer Spitzhacke was abbauen. Und da liegt ein Blueprint. Für wahrscheinlich eine Spitzhacke. Yep. Okay. Ich hätte ein bisschen mehr von der Höhle erwartet, aber ansonsten. Vielleicht können sie die Höhlen noch so ein bisschen aufhübschen, dass sie noch ein bisschen mehr wächst und so. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch verschiedene Höhlen, die anders aussehen. Man weiß es ja nicht. Okay, alles gut. Ein Hirsch. Ein zuckender Hirsch. Grafikfehler Hirsch. Sah aus wie ein schwarzer Hirsch. Wahrscheinlich im Schatten.
So, wenn ich recht schnell noch das Driftwood mitnehmen könnte. Da liegt noch eins. Und auf der anderen Seite. Jetzt seine Angel auswerfen. Palaxe-Angeln. Das wäre doch fein. Bratener Lachs. So, rechts oder links rum? Ist jetzt die Frage. Gerade zur rechten Zeit. Ich befürchte, wir haben immer noch nicht genug Material. Für weder noch, also weder Crafting-Station noch Dingens. Es ist echt nicht einfach, das Zeug zu finden. Ich denke, irgendeine Stelle mit Kisten gibt es ja noch in der Nähe, die ich noch nicht hatte. Die man halt in der Zeit, Tageszeit schafft zu laufen. Das sei ja, glaube ich, da. Wir sind ja mehr so von da gekommen dann. Also, dich brauchen wir ja nicht hier. So, das ist alles so dieses Crafting-Material. Hier fehlt uns ein. Und jetzt, okay, also für, genau, weil für Crafting hätten wir alles, weil hier braucht man nur diese Seide, also diese Stahlseide, und die findet man sehr viele. Und die zwei, ach so, habe ich jetzt keinen Moos? Ah. Weil wir gestorben sind. Okay, aber zumindest, okay, Crafting zuerst dann. Dann holen wir jetzt noch schnell Moos. Ich speichere mal eben. Dann holen wir schnell Moos und dann müssten wir das eigentlich haben. Ich meine, die Sonne ist gerade am Untergehen. Moos gibt es da hinten am Fluss mehr so. Da gab es Baumstämme. Mal schnell noch zwei Moos holen. Ich denke, das geht. Bevor die Sonne untergeht. Wir haben momentan mehr volles Leben und volle Wärme, wenn ich das jetzt mag. Von daher können wir es aushalten, falls wir ein bisschen frieren. Wenn nicht, müssen wir halt schlafen gehen. Dann lade ich nochmal nach und schlafen wir halt, aber. Da hinten ist die Stelle. Nachts sieht es gleich alles anders aus. Zwei Moos. Man sollte meinen, dass es mehr Moos gibt in so einem Wald. Okay, ich bin sehr müde. So schlecht. Auch noch so Wachmacher essen. Energieriegel. Nüsse. Nüsse wären doch das, oder? Nüsse und Honig und dann kann man ein bisschen länger wach bleiben. Okay, da ist einer.
Jetzt schaffen wir. Diesmal ist, glaube ich, tatsächlich eher die Müdigkeit das Problem. Und da ist kein Moos dran, verarsch mich. Ich dachte irgendwie, dass wir beim ersten Mal einen Moos noch irgendwie zurückgebracht hätten, aber ich habe mich getäuscht. Freezing. Ja, witzig. Da ist Moos. Okay, ich sterbe. Ich werde so sterben wieder. Ich werde sowas von sterben. Müde und kalt. Ah, oh, das sind wieder Steine, ne? Dieses blöde Moos. Mann, hätte ich bloß Moos mitgenommen. Ohne Moos nichts los. Ich habe vergessen, dass man das braucht für das andere. Scheiße. Ein Moos war ich jetzt noch auf dem Rückweg. Das sind Bienen. Wieder der Teich. Ich schaffe das nicht von der Zeit her. Sleepy, freezing, starving. Ja, das ist natürlich gut, ne? Kann man sich damit so ganz leicht am Leben halten noch? Ich habe noch ein ganz Fitzel Lebenspunkte. Ich bin so tot. Das ist wie so ein Bienenbaumstumpf. Ah, Mist. Wir müssen vorher schlafen. Okay. Ich wollte zu viel auf einmal. So, aber ich hatte hier jetzt schon die Sachen rein, genau. Da hatten wir alles hier, was wir brauchen. Nur das Moos nicht. Also schlafen und dann noch schnell das Moos holen. Dann die Crafting-Station. Dann können wir bestimmt eine Axt machen, so die ganzen Kisten öffnen, die Bäume fällen. Dann ist das auch mit der Kochstation kein Problem. Tag 3. Ich möchte bitte mal Tag 3 erleben und überleben, besser gesagt. Das heißt, Moos. Das ist sehr famos mit diesem. Okay, ich auch. Ich gehe, glaube ich, trotzdem wieder Richtung Fluss, weil da war mindestens ein Baumstamm. Soll ich euch irgendwie mal gucken, wenn wir es zu essen kriegen? Ist da einer? Das sieht ganz gut aus. War wahrscheinlich auch einer noch um die Ecke. Klar, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. So, Moos Nummer 1 hier mal bestücken. Ich meine, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, sofern ich was zu essen finde. Der Hirsch, der Hirsch. Jage den Hirsch. Sieht schon cool aus, ne? Ne, da so. Gegen den Hintergrund hebt man den Kopf wieder. Das sah gut aus. Mach doch mal hier so Screenshot-Bild, bitte. Ah, Hirsch. Na toll. Ohne Zuckschädel wäre es natürlich besser. Weiß nicht, ob ich so Grafikfehler habe. Ja, ja, ich hungere. Klar, warum nicht? Ich wollte sie auf hart spielen.
Also waren wir jetzt eigentlich in der Höhle? Ich habe keinen Überblick mehr. Ich sehe, glaube ich, nämlich auch nicht, was für Blueprints ich schon habe. Wahrscheinlich sieht man das in der Hütte dann erst, wenn man die Crafting-Station gebaut hat. Ich laufe nochmal Richtung Hütte. Höhle. Weil ich weiß nicht, ob wir das die Spitzhacken-Dings schon haben. Nach dem letzten Tod. Oh, wie schön, die Vögel. Die Starving da nicht immer ständig. Das ist immer irgendwie, wenn ich eigentlich gerade gar nicht so viel Essen brauche, finde ich dauernd Essen. Aber wenn ich es ganz dringend brauche, finde ich keins. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Oh Gott. Mist, das gibt's doch nicht. Okay, schlafen. Also, da merkt man jetzt schon, dass man auf hart spielt, das muss ich sagen. Wo hatte ich denn am meisten Essen gefunden? Auf dem Weg zurück. Ich dachte eigentlich, weil wir sind doch so wenig von da hinten gekommen bei der letzten Tour. Egal, wir laufen jetzt in irgendeine Richtung, in der ich noch. Ich glaube, da war ich ja jetzt noch nicht so. Irgendwo, wo es wenig Pilze gibt. Ich weiß halt immer noch nicht, ob Rennen wirklich einen Unterschied macht. Ich konnte das jetzt noch nicht so wirklich beobachten. Deswegen gehe ich jetzt. Ich reiße mich zusammen und renne nicht. Ich laufe eben der im Kreis. Erst ein bisschen essen, bevor ich mich dann aufs Moos konzentriere. Komm schon, essen. Die Baumpilze verhöhnen mich. Die Pilze halt immer so, ne? Haha, du kannst mich nicht essen. Dich übrigens auch nicht. Ich nehme dich trotzdem mit. Hey, Pilz, Pilz, Pilz. Ich glaube, diesen Fliegenpilz mit dem 25% Chance, sich zu vergiften, würde ich auch nur essen, wenn ich wirklich bin. Die Alternative ist sowieso zu sterben. Aber ansonsten würde man das nicht machen. Oder? Aber den habe ich noch nicht gefunden. Nicht mal das finde ich hier. Ich nicht jetzt irgendwie in Bärenrichtung. Weiß nicht mehr. Ach, das ist wieder nicht die Pflanze, die ich brauche. Es ist ein hartes Leben hier im Wald. Ich habe gar nichts mehr. Komm schon, Pilze. Ich hatte eine Stelle, war noch voll. Ich hatte noch voll viele Pilze und alles gefunden. Bevor ich erfroren bin, habe ich voll viel gefunden.
tun besser. Ich wünschte, ich würde dann auch Samen für die Beeren finden. Wahrscheinlich kann man das. Die kann man doch bestimmt auch gut anbauen. Da ist wieder Hirsch. Hallo. Hallo. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen... Oh Gott, renn mich nicht um. Moos und Essen. Ich schaffe jetzt, finde ich, vielleicht jetzt auch noch Moos und dann ist alles gut. Ja, da unten, das sieht gut aus. Das zweite war irgendwo in dem Haus, ne? Irgendwo hinterm Haus. An einem Felsen. Nähe vom Felsen. Oh, Essen. Hier ist Essen. Okay, ich habe ein gutes Gefühl diesmal in dieser Runde. Das kriegen wir jetzt hin. Wir finden jetzt noch ein Moos. Und dann können wir craften. Und dann geht's los. Ja, nur wieder. Ich frage mich, ob das immer derselbe ist oder ein anderer. Ich hoffe, die können das noch fixen, dass der... Das mit dem Kopf ist sehr seltsam. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Wenn ich gerade genug Platz habe, nehme ich mal noch andere Sachen mit, die ich sonst vernachlässigt habe. Hast du mich vielleicht zu einem Baumstamm geführt? Ja, danke, liebes Hirschtier. Ich hoffe, du bist ein Hirsch. Rehe haben ja in der Regel kein Geweih, oder? Statt zurückzurennen, renne ich jetzt hier hin, weil ich Sachen erkunden will. Ich bin auch dämlich. Wir sollten jetzt direkt zurückgehen. Ich glaube, wir müssten mal hier runter. Ich glaube, wir waren da noch nicht. Aber solange ich noch genug Essen habe, zurück. Achso, Baumpilz mal mitnehmen. Jetzt kann ich das. Sag bloß das nochmal Moos, oder war das das von eben? Das war das von eben. Essen. Ich guck mal gerade, ob das eine Stelle ist, die wir schon hatten. Mit Kisten. Ist das die altbekannte Stelle? Das ist die altbekannte Stelle. Okay. Wer weiß, ob wir das Moos nochmal brauchen. Ich nehme es noch mehr mit, wenn ich was finde. Immer schon alles mitnehmen. Solange das Inventar es zulässt. Oh, schwimmender
Felsen, da gucken wir mal nicht so genau hin. Irgendwie dachte ich, wäre woanders. Es klang gerade so, als hätte ich angeklopft. So, also, ich habe jetzt Moos. Dann... Achso, das passt ja gar nicht mehr da rein. Ich lerne das alles und das her. Ich esse mal eben noch was. So kann ich nicht das auch da rein tun. Es deckt sich doch. Jetzt bin ich, glaube ich, mit der Maus auf dem Ball und bin schon egal. So, noch zwei... Sag jetzt nicht, ich habe nicht genug Planken, willst du mich verarschen? Nein, ich habe die aus irgendwelchen Gründen nicht genug rübergeholt. Weil die, nach 10 stacken die sich nicht mehr. Okay, Bild! Yes! Wir können jetzt Tools craften. Das ist ein richtig... Oh, das ist ein richtiger Anbau, dann ist ja cool. Ja, mega. Jetzt geht's los. Kleber. Ah, Lime-Mineral. Das brauchen wir für Kleber. Das ist, glaube ich, das, was in dieser Höhle war. Da müssen wir eh nochmal rein. Tools. Also, Kompass können wir noch nicht machen. Ein Zelt gibt es dann auch. Eine Karte. Oh ja. Eine Karte immer sinnvoll. Pickaxe. Okay, das heißt, den Bauplan habe ich. Lockpicks, den Bauplan habe ich auch. Als erstes war wahrscheinlich eine Axt sinnvoll. Da bräuchte ich jetzt noch 4 Seile und 2 Bolts. Mit Kit geht auch. Oh, wie süß. Skulpturen können wir machen. Skulpturen und Pflanzentöpfe. Das ist ja süß. Okay, das mag ich. Das hier mal anpinnen sozusagen. Genau, jetzt sehe ich nämlich rechts, was ich brauche. Ich sollte, ja, das Problem ist, Neubauen etc. Essen wieder. Bei lauter Craften sollten wir das Essen nicht vergessen. Zweifelsfall den Pilz, ne? Aber, jetzt mal das hier alles. Gerade mal ins Inventar holen. Okay, jetzt sind wir auf der 2. Axt. Ich bin bewaffnet. Ich muss mal ganz schnell was zu essen finden. Das ist nämlich jetzt alles schön und gut, dass ich jetzt craften kann, aber jetzt fehlt mir wieder Essen. Mist. Oh Mann, es wird knapp, es wird knapp. Ach komm, bitte, bitte, lass mich noch was zu essen finden. Warte, warte, warte. Echt, ist da ja was drin. Otrex, toll. Ich weiß ja nicht, was jetzt sinnvoller ist. Ob da ja auch theoretisch Essen drin sein könnte. Oder da nur so ein Schrott drin ist. Ich fürchte, da ist nur so Zeug drin. Shit. Ich muss. Kann ich mit einer Axt ein Kaninchen töten? Das Problem ist, wir haben hier halt echt alles schon abgegrast, was Essen angeht. Das ist jetzt nicht wahr. Ich werde jetzt sterben, weil ich nicht genug Essen habe. Jetzt haben wir gecraftet, aber wir haben kein Essen. Ich muss, okay, wir haben uns das jetzt angeguckt, das ist schön mit dem Crafting, wir haben da so eine Hütte und man kann nette Sachen machen, eine Hüttenerweiterung, aber ich muss, bevor ich das mit dem Crafting anfange, muss ich mir erstmal wieder Essen holen. wann habe ich den gespeichert? Ich habe nicht gespeichert. Ich hätte in dem Moment, wo ich zurückkam, bevor wir das gebaut haben, hätte ich speichern sollen, nachdem ich das Moos gefunden habe. Ich bin ja so doof. Nachdem ich das Moos gefunden hatte, hätte ich speichern sollen.
Wie doof, wie doof, wie doof, wie doof, wie doof. Wie doof war das denn? Weil da hatten wir auch noch ein bisschen Essens, also ein bisschen was im Magen, das hätte noch gereicht, glaube ich, gerade so. Oh, wie dumm war das jetzt? Huch, irgendwie ist mein links meine Seite von auf einmal abgeschnitten. Ich weiß nicht, warum hier links die Seite immer abgeschnitten war. Ich sollte sowieso mal die Aufnahme beenden. Ich würde nochmal Moos holen zwischen den Aufnahmen, damit wir direkt das nächste Mal dann wieder weiterbauen können, wieder das Crafting damit weitermachen können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.